Liebe Freunde, liebe Bürger Londons, liebe Senatoren, die vierte Volksversammlung nähert sich dem Ende. Wir müssen Entscheidungen treffen. Bevor wir dazu kommen, und es sind einige Entscheidungen zu treffen, zwei Anmerkungen vorweg. Als erstes, ich habe erneut wieder hier zur Abstimmung nur die Dinge gestellt, die ja auch während der Volksversammlung geäußert wurden. Das ist mir wichtig, denn alles andere ist für mich einfach sehr, sehr organisatorisch aufwendig. Also bitte macht eure Vorschläge in dieser letzten Folge der Staffel, die Debattenfolge heißt. Alles andere wird nicht berücksichtigt, auch wenn es noch so schöne Vorschläge sind. Dort ist der Ort. Dort ist der Ort für die politischen Auseinandersetzungen, für die Vorschläge, für die Debatten. Das, also wundert euch nicht, wenn ein paar Sachen jetzt vielleicht nicht dabei sind. Der Grund ist der eben genannte. Das zweite ist, Londons Englands Vermächtnis ist aktualisiert worden. Link in der Videobeschreibung. Diesmal gab es als Grundlage wahnsinnig viele politische Reden zur Volksversammlung. Da habe ich aber jetzt nur exemplarisch eine Sache herausgegriffen. Eine Debatte von drei verschiedenen Bürgern, Senatoren zur Außenpolitik, zur zukünftigen unserer Republik. Ansonsten soll das Vermächtnis eher etwas sein für fiktionale Texte, für persönliche, biografische oder mythologische Aufzeichnungen, Dinge, die so nebenbei geschehen, vielleicht auch historiografische Beschreibung dessen, was dort geschehen sind. Die tagesaktuellen politischen Debatten, die sind, da sollen ihren Platz dort in der Volksversammlung finden, in dieser Debattenfolge, in den Kommentaren. Und da nehme ich immer nur ganz wenig auszugsweise raus und bringe es ins Vermächtnis. Also neben diesem Rededuell gibt es auch noch ein Marschlied der Soldaten, die auf Valletta gezogen sind. Das auch noch sehr lesenswert. Schaut es euch an und tragt das nächste Mal selbst dazu bei. Okay, jetzt kommen wir zu den Dingen, die abzustimmen sind. Und wir beginnen mal wieder mit dem ewigen Thema Siedlungsbau statt Gründungen. Diesmal aber die Option zu sagen, nein, vorerst keine weitere neue Stadt. Das genügt erstmal. Oder ja, eine Stadt, aber dann, also aber, was heißt aber, eine Stadt, Vorschlag an der Ostküste von Northumberland. Oder eine Stadt im Südwesten von St. Johnston. Weitere Vorschläge gab es nicht zur Stadtgründung. Insofern bleibt es bei diesen Sachen. Bei dem Nein-Vorschlag genügt keine einfache Mehrheit. Da muss es eine absolute Mehrheit geben. Weil, naja gut, es ergibt sich aus sich selbst. Ihr versteht sicher, was ich meine. Ansonsten, falls Nein keine absolute Mehrheit hat, werden wir entsprechend eures Votums eine Stadt in die entsprechende Region bauen. So, dann gibt es mal wieder einen Antrag der, nennen wir sie Falken, und den Bürgern der Republik, und zwar mit unserer schlagkräftigen Armee direkt weiterzuziehen gegen den Stadtstaat Jerewan. Also diese Stadtstaatkriege weiterzuführen. Ja, ein Hinweis hier, ein sachlicher Hinweis, wir sind jetzt im Mittelalter, das heißt, jede weitere Kriegserklärung in fortschreitendem Zeitalter erhöht den Kriegstreiber Malus, aber das soll jetzt kein persönliches Votum gewesen sein, das nur als Hinweis, ansonsten stehen ja unsere Truppen, stünden auch bereit, Jerewan selbst hat ganz offensichtlich eine Stadtmauer und ist, auch das zur Erinnerung, nochmal ein religiöser Staat, die Ressourcen seht ihr hier selber, ein religiöser Stadtstaat. Okay, soweit zu diesem Punkt, das war Punkt 2, ja oder nein. Dann eine Sache, die wir vielleicht doch langfristig jetzt diskutieren müssen oder beschließen sollten, nämlich welche zukünftige Staatsform wollen wir anstreben. Es gibt ja die drei, die jetzt in nächster Zeit möglich sind, eine Handelsrepublik, eine Monarchie und eine Theokratie. Für mich kommt aber die Theokratie nicht in Frage, deswegen stelle ich sie nicht zur Debatte, weil wir keine Religion gegründet haben, passt das irgendwie gar nicht. Also die Frage ist, bleiben wir bei der Republik und entwickeln wir uns weiter zur Handelsrepublik mit den entsprechenden Boni, die ihr hier seht, oder werden wir eine Monarchie mit diesen Boni, die ihr hier seht. Das wäre sozusagen ein größerer Bruch zu unserer bisherigen Tradition. Das gilt es aber zu entscheiden. Das sollte jetzt keine reine Selbstverständlichkeit sein. So, dann wurde erstmals die Frage nach Wundern diskutiert. Wollen wir ein Wunder bauen? Auch hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, nein, derzeit bitte nicht. Hier ist wieder die absolute Mehrheit nötig, wenn wir kein Wunder bauen wollen. Ansonsten könnt ihr entscheiden, ja,
Und zwar als Option den großen Leuchtturm in London. Schauen wir uns das an. Der Koloss ist hier nicht möglich mehr. Also ich habe es vielleicht nicht übersehen oder vergessen. Der scheint gebaut worden zu sein. Der ist also nicht anwählbar. Wir können den großen Leuchtturm bauen. In London würde das derzeit 34 Runden dauern. Ihr seht es. Es bringt plus eine Fortbewegung für alle Marineeinheiten. Es bringt plus 3 Gold und plus 1 Punkt des Typs Großer Admiral. Der zweite Vorschlag für ein Wunder kam eher sozusagen aus den intellektuellen Kreisen. Und das war der Vorschlag in Bristol, die große Bibliothek zu bauen. Das dauert dort 39 Runden. Der eine Bonus hilft uns nicht mehr weiter. Bonusse für alle Technologien der Antike und Klassik, da sind wir nicht mehr. Plus 2 Wissenschaft, plus 4 Glauben bringt es, plus 1 Punkt große Wissenschaftler und plus 2 große Literaturwerkplätze. Das ist die Option. Also, wollen wir lieber nicht, nein oder ja und dann die oder die Option. Das könnt ihr bestimmen. Dann gibt es einen sehr interessanten, weitreichenden Vorschlag, der so ein bisschen verfassungsgebenden Charakter hat. Nämlich wollen wir eine sogenannte Bill of Peace verabschieden. Ich habe das allerdings ein bisschen variiert, den Vorschlag. Und zwar konzentriert auf den einen Punkt. Wollen wir zukünftig Entscheidungen über Krieg und Frieden nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen? Das wäre ein sehr weitgehender Vorschlag. Ich werde mal aber eine Einschränkung machen. Dies würde ich nur so lange gelten lassen, solange wir eine Republik sind oder eine Demokratie sind. Wenn wir das Regierungssystem wechseln, dann passt das, wie ich finde, nicht mehr. Aber dennoch wollen wir also zukünftig Kriege nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Und jetzt kommt natürlich eine Gretchenfrage. Soll diese Sache auch mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden? Ich würde sagen, nein. Da kann man sich jetzt stundenlang drüber streiten, was das Sinnvollste ist. Ich würde mal sagen, wir haben im Moment keine Art von Verfassung. Deswegen ist das insofern auch keine Verfassungsänderung. Und deswegen kann dieser Beschluss mit einfacher Mehrheit eingesetzt werden. Okay. Gut, und abgesetzt kann er nur mit Zweidrittelmehrheit werden oder wenn wir keine Republik oder Demokratie mehr sind. Jo, interessante Sache. Mal sehen, wie ihr das seht. So, dann jetzt noch zwei Benennungsfragen. Wie soll Valletta zukünftig heißen? Es gab keinen, der gesagt hat, die Stadt soll diesen Namen behalten. Da gab es verschiedene Vorschläge. Dale, Leicester oder Lancaster. Das waren die drei Vorschläge. Und Plymouth. Plymouth, da gab es auch niemanden, der dafür plädiert hat, den Namen so zu behalten. Deshalb auch hier vier Vorschläge. Soll Plymouth zukünftig Worringham heißen? Da möchte wohl einer seine Lieblingsgeschichts-History-Buchserie verewigen. Soll Plymouth zukünftig Penzance heißen? Eine Stadt in der Nähe auf Cornwall, glaube ich. Oder soll Plymouth Williamsport helfen? Nee, oder ist Penzance auf Cornwall? In der Nähe, aber glaube ich. Ich bin mir ganz sicher. Naja, soll Plymouth Williamsport heißen? In Erinnerung oder als Honorierung des Matrosen Timothy Williamson, dessen Briefe bekannt geworden sind? Oder soll Plymouth selbst Land's End heißen? Gewissermaßen den Namen der Halbinsel annehmen. Das sind die Optionen. Das war's, liebe Leute. Deadline ist der 27.12.10 Uhr. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich bin sehr gespannt, wie ihr das alles sehen werdet. Also bis dann, macht's gut, euer Steinbein.